Ich bin gerade in Dresden angekommen und auf einmal hat mich die Polizei angesprochen. Die kam damit nicht klar, dass ich hier meine Alljahreswetterhose anhab. Die wollten mich zu so einem Wärmeraum hinschicken. Da musste ich denen erst mal verdeutlichen, dass bei mir alles gut ist. Genau, hier guck mal, hier steht minus 4 Grad drauf. Also perfektes Wetter für meine Alljahreswetterhose. So, ich bin beim Meffahrer angekommen. Und der Helmut ist auch da. Ja. Und wir fahren jetzt zur Sächsischen Schweiz. So, wir fahren hier jetzt gerade mit dem Bus hier lang. Zum nächsten Spot. Damit wir dort, hier, wie heißt das nochmal? Bier trinken können. Genau, dort Bier trinken können und die nächste Tour beginnen können. Hier vorne ist der Gastgeber. Ach, es ist krank, was wir hier machen. Ja, jetzt wird Ware hier geliefert. Jetzt laufen wir bei Minusgraden zu dorthin, wo wir später pennen werden. Hier ist ganz viel weißes Zeug, was uns die ganze Zeit belästigen tut. Guck mal hier. Ich hab mal, hier, wie heißt es nochmal? Ich muss noch mehr drauf. Ich hab eine Schneehose an. Es läuft gut. Guck dir diesen Bekloppten an. Mit kurzen Hosen macht er das einfach. Verbuddelt sich einfach. Geht verbuddeln, genau. Das ist ja nicht unbedingt. Guck mal hier. Wir kommen von da unten hochgelaufen und wir müssen noch ein paar Meter machen und dann bauen wir Lager auf. Guck mal, hier vorne sind Felsen und sowas. Wir haben Felsen gefunden und deswegen haben wir hier Planen aufgestellt, damit wir hier alle drauf pennen können. Das wird richtig geil sein. Wird gekocht. Jetzt kocht, kommt. Was gibt's denn Leckeres? Das weiß ich selber noch nicht. Aber das wird gleich gefressen. Deswegen ist unser Abend Brot. So, fressen ist fertig. Ja, bitte. Bleib mal da, wo es sicher ist. Also, angenehm, oder? Guck mal, dieser Helmut, er hat das hier aufgeblasen. Das hier, das ist eine richtige Mottenmade. Der hat genau diese Farbe. Das ist eine richtige Made. Ein Madenexemplar, was weich macht. Weil diese ganzen Maden, die sind so weich und sowas. Und wir pennen jetzt erstmal hier eine Runde. Das machen wir, aber so richtig. Ich war eine Küchenschabe. Aber so richtig. Guten Morgen. Wir haben genau hier gepennt. Hier unter diesen verranzten, wie heißt das Ding? Fels. Und das ist kalt. Sehr kalt. Und alles zugeschneit. Ich bin nicht fit. Ich muss pennen. Weil der Schlafrhythmus total im Arsch ist und das immer schneller dunkel wird, ist das schon wieder dunkel geworden. Und jetzt wird hier vorne Glühwein gemacht. Heidelberg Glühwein. Ich glaube, wir werden alle krank. Ich nicht. Wir schon. Es ist so kalt, Archie. Du, mein Freund. Jawohl. Wir sind angekommen. Fick dich, das ist nicht selbst. Ein neues Bier ist geholt. Das ist sehr gut. Das ist richtig gut. Das ist fantastisch. Jawohl, hier vorne ist Glühwein. Und das hier, das ist dieses verranzte Wasser, was warm gemacht wird. Schneewasser. Das wird aufgekocht für sowas hier. Jetzt wird Fressen gegrillt. Nimm dir bitte, wir müssen das unbedingt verwerten. Grüß mal den Tatschen von mir, bitte. Ich grüße dich. Das muss duscher werden wie mein Kopf. Das muss genauso durch werden wie mein Kopf. Also, ist also mindestens. Hodensack. Boah, es ist kalt. Das Bier hat schon so kleine Klumpen drin, weil es gefroren ist. Das ist so schön. Bestes Wetter für meine Alljahreswetterhose. Florin! Ja. Klingt nass.
Power. Das ist gutes Schick. Das ist gutes Fett. Ja, Fett ist gut. Das ist gutes Fett mit Fett drin. Urin! Urin! Ich bin eine Mistgabel. Du bist ein sehr guter Mann. Absolut krank. Nächster Tag ist angebrochen. Es beginnt. Und guck mal hier. Das ist da hinten, das ist alles zugeschneit. Ich muss pissen. Guck mal, wir haben genau hier gepennt. Hier, wo dieser ganze Schnee drum liegt. Wir haben die ganze Zeit Minus gerade gehabt. Und einfach im Prinzip hier. Mein Gehirn schwappt rum. Das hier, das war unser Schlafplatz gewesen. Unter diesen, wie heißt das Ding nochmal? Unter diesen Felsen mit Schneeaussicht. Als noch keine Schamhaare an mein Kinn gewachsen sind, da sah ich noch aus wie so ein Milchgesicht. Wie so ein richtiger Kondensmilchkopf. Gute Schinken, ich brauch Speis, ja. Jawohl. Ich bin immer noch ein Kondensmilchgesicht. Der Pfand! Der verdammte Pfand! Das ist rutschig hier. Also dreh dich rutschig und scheiße. Hier kann man runterrutschen. Guck mal, voll Fettfelsen. Voll Fettfelsen. Felsen mit Fett dran. Voll Fettfelsen. Diese Felsen sind so hochgewachsen. Aber dieses Mal wurden wir von diesen ganzen Mücken in Ruhe gelassen. Ich habe schon mal so heftig und gewalttätig in die Hosen reingeschissen, dass nichts passiert ist. Und hier vorne liegt überall dieses weiße Zeug, was mich schon öfters belästigt hat. Hier liegt ganz viel davon. Ich trage die ganze Zeit so ein verschmandigten Gehirn auf mir drauf. Den schleppe ich mit mir rum. Ich weiß nicht, wofür ich den brauche. Es muss mehr Baumrinde gegessen werden. Baumrinde ist gut. Baumrinde ist richtig gut. Guck mal, hier vorne ist sächsisches Schweizeis. Und hier vorne hängt noch mehr Eis rum. Und hier vorne spritzt flüssiges Wasser rum. Das ist sauberes Wasser sogar. Das kann man saufen. Das ist genau dieses Wasser, was da aus dem Rohr raus gespritzt kommt. Da ist so eine Alge haben. Das ist gutes Wasser. Das ist saufbares Wasser. Also ein Wasser zum Rumsaufen. Was man in sich oral reinschieben muss. Dieses Wasser ist das. So, wir trennen uns jetzt. Und zwar, ich fahre mit dem Gastgeber mit dieser urinfarbigen Straßenbahn. Woanders hin? Kleinste Straßenbahn in Deutschland. Genau, das ist die kleinste urinfarbige Straßenbahn von Deutschland. Die Bahnbrücke? Das ist die kleinste urinfarbige Straßenbahn. Die ist schön laut. So, wir sind gerade von der urinfarbigen Straßenbahn ausgestiegen. Und jetzt gelaufen wir zur nächsten Fähre. Und da wird rumzufahren. Guck mal, wir fahren jetzt gerade mit der verschmandigten Fähre. Über diesen Fluss rüber. Wir sind schon da, wir sind angekommen. Aber wir müssen noch da oben hoch zum Bahnhof. Weil unser Zug, der kommt gleich in 5 Minuten. Der muss schneller machen. So, wir sind jetzt hier auf diesem Bahnhof. Und da drüben wartet auf uns unser schmandige Zug, der uns nach Dresden hinführt. Hier. Ach nee, da hinten. Genau, da hinten ist unser Zug. Der steht da vorne.